Eins, zwei. Sehr verehrte Ebikerinnen und Ebiker, geschätzte Gäste. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Orientierungsversammlung und freue mich zusammen mit dem gesamten Gemeinderat, dass Sie heute da sind. Normalerweise tue ich hier mit Medien begrüßen, aber die tun sich schon seit längerer Zeit absent zeigen. In dem Fall haben wir auch keine Medien hier heute. Ich fange gerade an. Wir alle erleben mit der Pandemie eine schwierige Zeit. Gerade jetzt ist es für das soziale Zusammenleben in einer Gemeinde wichtig, dass man sich regelmäßig austauschen kann. Vereinsamung, Depressionen und existenzielle Ängste nehmen überproportional zu. Und da kann ein gemeinsamer Anlass positive Effekte haben. Der Gemeinderat hat sich intensiv mit der Durchführung vom heutigen Abend auseinandergesetzt. Ist es sinnvoll, in Anbetracht der Fallzahlen so eine Veranstaltung durchzuführen? Unsere Gemeindeordnung schreibt vor, dass bei Budget und Rechnung eine Orientierungsversammlung obligatorisch ist. Durch einen Entscheid vom Bundesrat, dass politische Veranstaltungen stattfinden dürfen, ist uns dieser Entscheid abgenommen worden. Trotzdem haben wir Verständnis für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich keiner zusätzlichen Gefahr aussetzen wollen. Und aus diesem Grund wird die heutige Orientierung gefilmt und ist ab morgen Freitag unter www.ebikon online öffentlich zugänglich. Dabei ist es uns aber wichtig, Persönlichkeitsschutz und Datenschutz einzuhalten. Aus diesem Grund bleiben die beiden Kameras ganz oben auf den Gemeinderat gerichtet. Wenn Sie eine Wortmeldung machen wollen, haben Sie zwei Möglichkeiten. Erstens, Sie melden sich direkt im Anschluss an die jeweilige Vorlage. Dann wird Ihr Votum hörbar, aber nicht sichtbar aufgezeichnet und ist anschließend ebenfalls online. Oder das Zweite, am Ende der offiziellen Informationen werden wir Kameras ausschalten und Sie haben dann noch eine Möglichkeit, Fragen oder Anregungen anzubringen. In diesem Fall wird nichts aufgezeichnet. Dann ganz wichtig noch, hier innen gilt ganz oben, außer für die, die am Reden sind, Maskenpflicht. Ja, liebe Ebikerinnen und Ebiker, das soweit meine Ausführungen zum gemeinderätlichen Entscheid an der heutigen Orientierungsversammlung festzuhalten. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und dass wir uns gemeinsam die Vorlagen anschauen können, wo wir dann am 29. November darüber werden abstimmen. Am 29. November steht Ebiken vor einem wichtigen Urnengang. Gerade vier Vorlagen stehen zur Abstimmung. Heute oben werden wir Sie darüber informieren. Traktanden sehen Sie hier vorne an der Wand. Die letzten sechs Wochen waren für den Gemeinderat enorm herausfordernd. Nach dem aufsichtsrechtlichen Entscheid vom Regierungsrat sind wir mit Medienanfragen überschwemmt worden. In der kürzesten Zeit sind auch Anfragen von verunsicherten Luzerner Gemeinden gekommen und in verschiedenen Internetforen ist der Entscheid sogar schweizweit diskutiert bzw. sogar in Frage gestellt worden. Das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die Gemeinde Ebiken Fehler gemacht hat. Und wir bedauern das sehr und entschuldigen uns an dieser Stelle noch einmal in aller Form bei allen Beteiligten. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Die Formfehler in der Kurzversion unserer Botschaft sind uns nicht bewusst gewesen. Die jahrelange Praxis, wie sie auch in anderen Gemeinden gehandhabt wird, hat noch nie zu Beanstandungen geführt gehabt. Es ist uns aber jetzt klar, dass wir eine Bringschuld haben. Selbstverständlich akzeptieren wir den Regierungsratsentscheid und wollen unsere Lehre daraus ziehen. Aus diesem Grund haben wir sofort reagiert und eine externe Untersuchung eingeleitet. In der kürzesten Zeit haben wir mit dem Dr. Thomas Willi, einem Fachexperten für die Überprüfung der Botschaftsinhalte
und für die Analyse der internen Abläufe verpflichtet. Der Dr. Thomas Willi ist Jurist. Er war jahrelang Kantonsrat, Gemeindepräsident von Emmen und vor allem hat er in den letzten Monaten auch die Parlamentarische Untersuchungskommission in Kriens geleitet. Weil wir verpflichtet sind, eine Botschaft schnellstmöglich wieder an die Urne zu bringen, hat er sich im ersten Teil der Untersuchung prioritär auf Botschaftsinhalt konzentriert. Wie auch der Regierungsrat hat er dabei festgestellt, dass formale Mängel bestehen, die aber nichts mit dem Projekt an und für sich zu tun haben. Aufgrund der aufgezeigten Mängel haben unsere Mitarbeitenden die Botschaft überarbeitet und zudem Dr. Willi die neue Botschaft auf die rechtliche Korrektheit prüft. In der neuen Botschaft sind alle Beanstandungen aufgearbeitet, was dazu geführt hat, dass die Abstimmungsunterlagen sehr umfangreich ausgefallen sind. Übrigens hat das auch Mehrkosten im fünfstelligen Bereich verursacht. Ja, die Druckerei hat es gefreut, Bürgerinnen und Bürger zum Teil weniger. Für viele ist es unverständlich, dass im digitalen Zeitalter noch so viel Papier verschickt werden muss. Das Thema haben wir auch mittels einer Anfrage an Regierungsrat im Kantonsrat eingebracht, was voraussichtlich in der Dezember-Session behandelt wird. Vielleicht führt es ja dann zu einer Modernisierung des Stimmrechtsgesetzes. Zum weiteren Prozess dieser Untersuchung, also primär der interne Teil, werde ich mir nächsten Dienstag eine Medienmitteilung verschicken. Das die Ausführungen zur Stimmrechtsbeschwerde. Und damit kommen wir zum offiziellen Teil. Und hier wie immer zuerst die organisatorischen Rahmenbedingungen. In unserer Gemeindeordnung gilt das Urnenverfahren. Das heisst, Entscheidungen werden nicht heute oben, sondern an der Urne gefällt. Und ich bin verpflichtet, Ihnen folgende Mitteilungen zu machen. Die Orientierungsversammlung dient dazu, Sie als Stimmberechtigte gebührend über Urnengeschäfte zu informieren, Ihnen die Möglichkeit zu geben, zu allen Vorlagen Stellungnahmen, Anregungen, Kritik, Wünsche und so weiter anzubringen. Aus juristischen Gründen darf der Gemeinderat aber, sobald jeweils die Botschaft verschickt ist, nicht mehr auf eine Diskussion eintreten. Selbstverständlich werden wir wie immer Fragen beantworten und falls nötig Informationen, die falsch sind, korrigieren. Ich darf Ihnen kurz das Gremium vom Gemeinderat vorstellen. Zu meiner Linken Hans-Peter Bienz, Gemeinderat Ressort Planung und Bau und Vizepräsident der Gemeinde Aebiken. Neben ihm Frau Susanne Trösch, Gemeinderätin Ressort Finanzen. Und ganz links aussen der Roland Backenstoss, Gemeindeschreiber. Aufgrund der Abstandsregelung sitzt nicht der ganze Gemeinderat hier unten, sind aber alle da. Wir haben, vielleicht schnell aufstehen, den Andreas Michel. Entschuldigung, Andreas Michel, Gemeinderat Ressort Bildung. Marc Pfeiffer, Gemeinderat Ressort Soziales, Gesellschaft und Soziales. Und der Alex Mattis, unser Geschäftsführer. Dann sehe ich auch, dass unsere Geschäftsleitung praktisch komplett heute da ist. Mein Name ist Daniel Gasser, ich bin Gemeindepräsident. Weitere Feststellungen. Die Unterlagen zur heutigen OV sind in der Botschaft erhalten, die in den letzten Tagen zugestellt worden ist und die OV ist rechtzeitig öffentlich bekannt gegeben worden. Gemäss Artikel 23 und 24 der Gemeindeordnung gelten folgende Regeln. Es werden keine Abstimmungen durchgeführt und keine verbindlichen Beschlüsse gefasst. Vorlagen können nicht abgeändert werden. Man kann aber zu allen Berichten, Planungs- und Kontrollberichten, zustimmende oder ablehnende Kenntnisnahmen äußern. Und es wird durch einen Gemeindeschreiber ein Protokoll geführt, wo die wichtigsten Voten als nicht verbindliche Meinungsäußerung zuhanden des Gemeinderats festgehalten werden. Zum Schluss noch kurz zum Ablauf. Die Orientierungsversammlung wird durch den Gemeindepräsidenten geleitet. Die zuständigen Mitglieder des Gemeinderats erläutern ihre Vorlagen und beantworten Fragen. Wie gesagt, es wird ein Protokoll geführt. Die Kommissionen können zu allen Vorlagen Stellungnahmen und Anregungen abgeben. Wenn Sie etwas sagen wollen, bitten wir Sie, die Strecke, Namen, Vornamen und Strasse bekannt zu geben, damit wir das im Protokoll so erfassen können. Das meine einleitenden Worte zum heutigen Abend.
Und damit steigen wir jetzt ein ins Budget 2021 und ich darf das Wort unserer Finanzchefin, der Susanne Trösche, übergeben. Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich stelle Ihnen die Vorlage 1, das Budget 2021 von der Gemeinde Aebiken vor. Weil sie, wie der Daniel Gasser vorhin schon erwähnt hat, die vollständige Botschaft, die Detailversion bekommen haben, konzentriere ich mich auf die wichtigsten Punkte. Sie sehen hier die Gesamtübersicht. Wir weisen im Bereich der Erfolgsrechnung, der laufenden Rechnung, im Budget 2021 ein Defizit von 2,8 Millionen Franken aus. Die Investitionen liegen bei 11 Millionen. Der Steuerfuss im Vergleich zum 2020, wo er bei 1,8 Einheiten gelegen ist, sehen wir im Budget 2021 bei 2,0 Einheiten. Im Rahmen der Umstellung auf HRM2 haben wir 10 Aufgabenbereiche definiert. Sie sehen die hier aufgelistet. 7 von diesen 10 Aufgabenbereichen weisen insgesamt im Vergleich zum Budget 2020 nur eine Differenz von 140'000 Franken auf. Das prognostizierte Wachstum im 21. findet praktisch ausschließlich in 3 Aufgabenbereichen statt. Die sind zudem grösstenteils gebunden und somit praktisch nicht beeinflussbar. Das ist zurückzuführen auf die Corona-Pandemie, auf Bundesgerichtsentscheid, auf Budgetvorgaben vom Kanton und auf wachsende Klientel in der Gemeinde Aebiken, beispielsweise was die Schülerzahlen oder die Bezüger von der wirtschaftlichen Sozialhilfe anbelangt. Ein bestimmtes Budgetdefizit oder ein Überschuss kann zwar angestrebt werden, und das haben wir auch gemacht, indem jeden Aufgabenbereich innerhalb von seinem Globalbudget müssen Mehrausgaben so weit als möglich kompensieren. Und nachher auch über die einzelnen Aufgabenbereiche hinweg eine Kompensation so weit als möglich angestrebt worden ist. Wenn allerdings die gebundenen Bereiche derart stark wachsen, ist eine vollständige Kompensation schlicht nicht möglich. Zudem hat die Gemeinde einen Auftrag zu erfüllen und muss viele Leistungen von Gesetzes wegen anbieten. Dafür müssen wir die entsprechenden Ressourcen bereitstellen. Ich gehe auf die 3 erwähnten Aufgabenbereiche ein, die grosse Abweichungen im Vergleich zum Budget 20 aufweisen. Das ist zum einen der Aufgabenbereich 3 Bildung. Wir haben dort Mehrkosten von etwa 700'000 Franken. Was sind die Gründe dafür? Zum einen haben wir zusätzliche Klassen. Wir werden auf das nächste Schuljahr sowohl eine zusätzliche Kindergartenabteilung als auch 2 zusätzliche Primarschulklassen müssen führen. Wir haben zum einen steigende Schülerzahlen, zum anderen aber auch aufgrund dessen, dass wir immer mehr Kinder mit einem integrierten Sonderschulbedarf haben, führt das dazu, dass die Maximalbestände der Klassen, die zulässig sind, kleiner werden. Auf Sekundarstufe tun wir nach wie vor das kooperative SEC-Modell umsetzen. Der Regierungsrat hat zudem beschlossen, die Massnahmen aus dem Konsolidierungspaket 2017, nämlich die Reduktion der Unterrichtsverpflichtung um 1 Lektion, wieder aufzuheben. Auch das ergibt zusammen mit der Anpassung der Löhne bei den Kindergarten- und Primarschullehrpersonen, auch das, ein Beschluss auf Kantonsebene, entsprechende Mehrkosten. Wir haben auch Mehrkosten aufgrund des Lehrplan 21, das betrifft vor allem elektronische Lehrmittel, und wir haben tiefere Pro-Kopf-Beiträge vom Kanton im Vergleich zum Budget 2020. Der Aufgabenbereich 6, soziale Sicherheit, weist im Vergleich zum Budget 20 eine Differenz von 2,1 Millionen Franken aus. Wie bereits im Bereich Bildung handelt es sich dabei um gebundene Kosten. Ob sie uns passen oder nicht, wir müssen sie zwingend leisten
und können sie praktisch nicht beeinflussen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen vor allem im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe durch. Wir rechnen dort mit einer Erhöhung von 540'000 Franken. Allgemein stellen wir in diesem Jahr fest, dass die wirtschaftliche Sozialhilfe ansteigt. Wir haben darum auch noch eine allgemeine Kostensteigerung in diesem Bereich von 345'000 Franken. Höhere Ergänzungsleistungen aufgrund der Erhöhung der Tagessätze der Heimtaxen machen 700'000 Franken aus. Wir haben aufgrund des Bundesgerichtsentscheids Mehrkosten bei der Krankenkasse Prämienverbilligung und wir haben weitere Mehrkosten im gebundenen Bereich, Kantonsbeiträge gemäss dem Gesetz über soziale Einrichtungen, KESB, Alimentenwesen und so weiter. Der Aufgabenbereich 10 Steuern. Ich habe bereits erwähnt, dass wir im Budget 21 einen Steuerfuss von 2,0 Einheiten vorgesehen. Das gibt einen Mehrertrag von 3,6 Millionen Franken. Auf der anderen Seite haben wir auch Auswirkungen aufgrund der Corona-Pandemie. Wir rechnen dort nämlich mit einem Minderertrag im Bereich Steuern von 0,5 Millionen. Und weil wir in den letzten Jahren jeweils die budgetierten Steuererträge nicht erreichen konnten, haben wir allgemein die Steuererwartung um 250'000 Franken zurückgenommen. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir immer wieder verschiedene Sparmaßnahmen und Überprüfungen vorgenommen. Die Auflistung ist beispielhaft und keinesfalls abschließend. Wir haben so beispielsweise bei der OC-Badi die Eintrittspreise erhöht. Wir haben die Bibliothek einen halben Tag länger zugemacht. Wir haben die Elternbeiträge bei den Tagesstrukturen angepasst, damit wir den Deckungsbeitrag erhöhen können. Wir haben das Verbrauchsmaterial in allen Bereichen gekürzt. Wir haben Unterhaltsarbeiten aufgeschoben. Wir haben freiwillige Beiträge gekürzt, zum Beispiel den an unsere Partnergemeinde Emd oder St. Clemens, die haben wir halbiert. Wir haben sämtliche Verbandsmitgliedschaften, die Ebiker dabei ist, überprüft, mit der Controlling-Kommission besprochen und auch Kündigungen vorgenommen, beispielsweise RKK, Metropolitankonferenz oder Schweizerischer Gemeindeverband. Wir haben alle Versicherungspolicen überprüft, wir haben das Projekt Freiwilligenhilfe nach 3 Jahren beendet, wir haben Stellenreduktionen vorgenommen im Bereich JUVA und Einwohnerkontrolle. Wir haben die Kindergartenassistenzen plafoniert, das heisst, obwohl wir zusätzliche Kindergärten aufgemacht haben, sind wir dort nicht entsprechend nachgefahren mit den Stellen. Wir haben Stellenplananpassungen immer nur unter dem eigentlichen Bedarf gewährt. Wir haben im 2019 keine Saläranpassungen auf der Verwaltung und sehen auch im 2021 keine vor. Und wir haben immer wieder Entwicklungsplanungen und Projekte verschoben. Insgesamt ist zu sagen, dass in den letzten Jahren laufend Optimierungs- und Sparmaßnahmen umgesetzt worden sind, der Steuerfuss aber bislang nicht erhöht worden ist. 80% unserer Ausgaben sind gebunden und damit praktisch nicht beeinflussbar. Die Finanzstrategie hat aufgezeigt, dass die Gemeinde bei den Verwaltungskosten sehr kompetitiv unterwegs ist. Die Nettobelastung pro Einwohner ist im Quervergleich mit anderen Gemeinden unterdurchschnittlich. Die saloppe Bemerkung, dass in der Verwaltung schon noch Luft sei, hält darum an einer Überprüfung nicht stand. Es ist im Gegenteil so, dass Bürger selbstverständlich erwarten, dass ihre Anliegen in der kürzesten Zeit behandelt werden, während die Aufwände immer grösser und Geschäfte immer komplexer werden. Sämtliche Überprüfungen, die wir jetzt bis jetzt in der Verwaltung vorgenommen haben, haben zur Erkenntnis geführt, dass die Abteilungen eigentlich unterbesetzt sind und die grösseren Stellen nicht da würden benötigen, als ihnen tatsächlich zur Verfügung steht. Wir haben eigentlich so viel zu tun wie noch nie mit Aufgaben, die wir uns aber nicht selber aussuchen, sondern müssen bringen. Wie bei der Verwaltung sind wir auch im Bereich Bildung kostenmässig sehr gut aufgestellt. So sind die Kosten pro Klasse auf allen Stufen unter dem kantonalen Schnitt. Die Sozialhilfequote liegt, das ist typisch für eine Aglo-Gemeinde, zwar über dem kantonalen Schnitt, ist im Vergleich mit den anderen K5-Gemeinden, Emmen, Kriens, Horb und Luzern, aber am zweitiefsten.
Einsparungen kann man bei den ungebundenen Ausgaben machen. Allerdings führen auch einschneidende Massnahmen nicht dazu, dass das Defizit behoben werden kann, sondern nur zu einer markanten Verschlechterung der Attraktivität der Gemeinde. Das Defizit kann nur mit einer Steuerfusserhöhung überwunden und die Finanzen der Gemeinde stabilisiert werden. Selbstverständlich sind wir für weitere Optimierungsvorschläge jederzeit offen. Die kursierenden Behauptungen, der Gemeinderat habe Sparvorschläge, die man hätte umsetzen können, nicht berücksichtigt, stimmen allerdings schlichtweg nicht. Sie sehen hier den Vergleich vom Steuerfuss von Aebiken mit anderen Gemeinden im Jahr 2020. Die Steuerkraft der Gemeinde Aebiken ist in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den anderen Gemeinden stetig gesunken, während der Steuerfuss gleich geblieben ist. Das Ungleichgewicht ist auf Dauer nicht mehr haltbar. Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Aebiken ihren Steuerfuss auf 1,8 müssen absenken, aufgrund des Steuerfussabtauschs mit dem Kanton im Rahmen der Aufgaben- und Finanzreform 2018. Auch andere Gemeinden sehen im 2021 eine Steuerfusserhöhung vor, beispielsweise Kriens auf 2,0 und Emmen auf 2,25. Die beiden haben im Übrigen eine massiv höhere Pro-Kopf-Verschuldung als Aebiken. Aebiken hat zuletzt 2004 einen Steuerfuss von 2,0 gehabt. Auch mit dieser Steuerfusserhöhung bleiben wir im Mittelfeld der Gemeinden und damit konkurrenzfähig. Entscheidend für die Attraktivität einer Gemeinde sind die Rahmenbedingungen. Das Angebot, die Erreichbarkeit, die Verfügbarkeit von Wohnraum, Erholungsgebiet, Einkaufsmöglichkeiten, die Lage, Bildungseinrichtungen, Arbeitsmärkte und so weiter. Der Steuerfuss ist nur ein Puzzleteil in dem Ganzen und, wie Studien zeigen, bei weitem nicht das Entscheidende. Wenn hingegen aufgrund von massiven Sparmaßnahmen die Attraktivität einer Gemeinde sinkt, hat das Auswirkungen auf Neuzuzüger und damit auf den Bevölkerungsmix. Ich komme zur Investitionsrechnung vom Budget von nächstes Jahr. Ich habe gesagt, wir sehen Gesamtinvestitionen von gut 11 Millionen Franken vor. Ich gehe hier auf die paar wichtigsten Posten ein. Das ist der Aufgabenbereich 3 Bildung. Wir haben dort im Kindergarten Sagen, Handlungsbedarf, dort wird eine Sanierung oder ein Ersatzneubau geplant für nächstes Jahr. Weiter haben wir Konzeptschulhaus West, das ist Sagen und Zenti inklusive Landabtausch Wiederhof gemäss Schulraumplanung. Und auch sonst haben wir kleinere Sanierungen und das Globalbudget in diesem Bereich. Im Aufgabenbereich 5, Pflege und Betreuung, sehen wir diverse Renovationen im Haus Hochweit vor. Das wird sich auch in den Folgejahren durchziehen. Aufgabenbereich 7, Raumverkehr und Umwelt, ist der grösste Posten der Erneuerung der Gemeindestrassen gemäss der Infrastrukturstrategie. Das Gleiche ist auch bei Wasser, Abwasser und Abfall. Auch die Investitionen beruhen auf der Infrastrukturstrategie. Wie ist der finanzpolitische Ausblick für die nächsten Jahre? Wir erwarten ein weiteres Ausgabenwachstum bei den gebundenen Ausgaben, insbesondere im Bereich Soziales und Bildung. Ein paar Erkenntnisse aus der Grundlagenerarbeitung zur Finanzstrategie, wo das Aebiken im Vergleich zu anderen Gemeinden steht, habe ich vorhin bereits kurz erwähnt. Nach der Beratung der Finanzstrategie durch die vom Gemeinderat eingesetzte gemeinderätliche Kommission befindet sich die Finanzstrategie jetzt in Vernehmlassung bei der Controlling-Kommission. Ziel ist es, die Strategie mit den Leitsätzen in nächster Zeit zu verabschieden. Die Ableitung und die Erarbeitung von Massnahmen zur Vervollständigung von diesem Thema wird bis im Frühling 2021 rechtzeitig zum Budgetprozess 2022 abgeschlossen sein. Wie schon mehrmals gesagt, können wir die Gemeinde nur weiterbringen und entwickeln, wenn wir sie gestaltet und nicht nur verwaltet. Der Investitionsbedarf in den nächsten Jahren ist sehr hoch. Wir rechnen in der Planperiode, das heisst bis 2024,
mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 2,0 Einheiten. Eine verlässliche Steuerpolitik plant über einen längeren Zeitraum hinweg mit einem gleichbleibenden Steuerfuss. Eine Erhöhung, beispielsweise im 2021 nur um ein Zehntel auf 1,9 Einheiten, würde sehr grosses Risiko mit in sich bergen, dass wir bereits im 2022 noch einmal mit einer Steuererhöhung kommen müssten, weil die Lage selbst bei dieser Steuererhöhung, wie wir sie vorgesehen haben, angespannt ist und keine zusätzlichen Polster eingebaut sind. Sowohl die Controlling-Kommission als auch die gemeinderätliche Kommission zur Finanzstrategie stützen die Ansicht, dass sowohl unter dem Gesichtspunkt der Verlässlichkeit als auch aufgrund der erwarteten Entwicklung eine minimale Erhöhung nicht reicht, um eine nachhaltige Stabilisierung zu erreichen. Sie sehen hier die Zahlen von diesen Planjahren bis ins 2024. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch im 2022 noch berücksichtigt. In den folgenden Jahren gehen wir davon aus, dass sich diese Auswirkungen nicht mehr finanziell niederschlagen. Die erhöhten Investitionen, die Sie sehen, ab dem 2023, betreffen in erster Linie den Schulraum, gemäss der Schulraumplanung. Dabei handelt es sich um allererste Annahmen. Wenn eine Steuererhöhung nur um ein Zehntel erfolgen würde, würden sich die Kennzahlen der Gemeinde markant verschlechtern. So wäre der Selbstfinanzierungsgrad im 2024 bei minus 1,6% statt 8,9%. Eigentlich sollten es 80% sein, über einen Zeitraum von 5 Jahren hinweg. Die Nettoschuld pro Einwohner lag 2024 bei einer Steuererhöhung nur um ein Zehntel bei 6'300 Franken gegenüber 5'800, so wie wir es vorgesehen. Erlauben Sie mir anschliessend jetzt noch ein paar persönliche Worte. Erstens, entscheidend ist nicht nur die Höhe des Defizits, sondern wie, dass es zustande gekommen ist und ob sich es durch Bemühungen hat verkleinern lassen. Wer sich nur an der reinen Höhe des Defizits stört und darum das Budget ablehnt, ignoriert den Auftrag, den die Gemeinde erfüllen muss. Wir sind nicht nach dem Prinzip Hoffnung vorgegangen bei der Budgetierung. Wir haben zurückhaltend, aber realistisch budgetiert, was im Übrigen auch in der Vergangenheit immer so war und darum dazu geführt hat, dass wir in den letzten Jahren die Rechnung immer innerhalb des Budgetrahmens abschliessen konnten. Im Gegensatz zu anderen Agglomerationsgemeinden, die bei der Rechnung mit jeweils nicht budgetierten Millionendefiziten abschliessen mussten. Der Gemeinderat, aber auch die begleitenden Kommissionen wie die Controlling-Kommission und die gemeinderätliche Kommission zur Finanzstrategie vertreten klar die Auffassung, dass die negative Entwicklung von Aebiken von den letzten Jahren nur mit einer Vorwärtsstrategie gestoppt werden kann. Nur so können wir die Gemeinde in Zukunft führen. Negativschlagziele und Berichte über weitere Leistungen, die die Gemeinde zukünftig nicht mehr anbietet, in anderen Gemeinden aber selbstverständlich sind, blockieren die Entwicklung und geben nach aussen ein schlechtes Licht ab. Wenn Sie auch nach dieser OV noch Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit an den Gemeinderat, aber auch an alle einzelnen Mitglieder der Controlling-Kommission wenden, die ja das Budget unterstützen. Das Hinterste der Botschaft im Übrigen haben wir ja noch häufige Fragen und Antworten zum Budget 2021 aufgeführt. Ich übergebe jetzt gerne am Gemeindepräsidenten noch einmal. Soll ich zuerst Fragen entgegennehmen? Also gut, dann würde ich zuerst Fragen entgegennehmen. Gibt es Fragen? Na, guten Abend, Christoph Siedler von der Wiederstrasse. Ich habe geschwind eine Frage, und zwar zu den Steuern auf dem Budgetplan. Ganz vorst, von Seite 14. Und zwar, dort haben wir jetzt für das 2021 43,3 Millionen, ist das richtig, oder? Dann für das 2022 44,1, dann
Jahr 2023 45,9 und 2024 47,6 Millionen. Ich habe mich einfach gefragt, klar, Sie haben gesagt, es gibt keine, also die Steuererhöhungen, die werden jetzt nicht vor Jahren kommen, das ist mir auch klar, aber wie wird das genau zur Grundlage, die Rechnung, oder? Dass man da kann, ich sage, Millionenschritte aufgehen von Jahr zu Jahr. Also, genau, ja. Danke für die Frage. Also zum einen gehen wir von einem Wachstum von der Wohnbevölkerung aus. Also wir rechnen mit 14.250 Einwohnern im 2024. Und wir rechnen mit einem Wachstum von der Steuerkraft von durchschnittlich 2,5% pro Jahr. Das führt nachher zu diesen Zahlen. Im Übrigen muss ich vielleicht hinzufügen, das Wachstum von dieser Steuerkraft liegt deutlich unter dem, was der Kanton annimmt, dass er in den folgenden, in den nächsten Jahren gehen soll. Wir sind dort immer drunter. Okay, gut, merci vielmals. Ja. Ein ganz kleines Detail zu der Investitionsrechnung auf der Seite folgend, da ist auch noch für das Budget. Einfach aus Gewunder, da haben wir auch irgendwie Neugestaltung vom Eingangsbereich vom Gemeindehaus vorgesehen. Oder auch nachher von 22 bis 24. Ich muss da nicht in die genauen Pläne wissen, oder wie viel das kostet. Aber es sind mir gleich irgendwie ein bisschen wunder. Ich meine, wir haben ein wunderschönes Gemeindehaus, wunderschöner Eingangsbereich. Also, ich war jetzt gerade kürzlich dort. Ja, also. Also, nicht detailliert, aber einfach so. Nein. Also, das Hauptproblem dort ist in dem Sinne Besucherlenkung, oder? Aufgrund dessen, dass man zwar rein, aber man läuft geradeaus und weiss nicht so recht, wo das man hin muss. Und das fehlt so die zentrale Anlaufstelle, die deutlich ist, aha, man kann jetzt nicht hinkommen. Ich weiss nicht, ob Sie zu Kriens beispielsweise sind, schon im neuen Gemeindehaus. Da kommt man rein und hat so einen zentralen Desk, wo man sich daran anwenden kann. Und danach wird man, sage ich, verteilt zu der Person, die entsprechend zuständig ist. Oder? Das führt dann auch dazu, dass die verschiedenen Schalter, wo immer wieder Leute wieder kommen und dann wird man wieder unterbrochen in der Arbeit, dass das besser gelenkt wird, dass das am Schluss nachher eine Optimierung der Arbeitsabläufe ist. Also es ist nicht so, dass wir jetzt den Eingangsbereich dort würden. Ja. Also ist es an sich eine Optimierung von der Arbeitsabläufe, dass die Leute weniger unterbrochen werden. In dem Sinne hat es gesehen. Gäbe es auch irgendwie einen Projektplan dazu oder irgendwie etwas so, wie viel das kann? Also, dass man das hier da erwähnen muss. Ich habe mich einfach gefragt, es muss ja irgendwie ein Betrag sein, wo doch noch irgendwie ins Gewicht fällt, wenn man das da innen erwähnen. Gut, also, es betrifft die Investitionen, ja. Oder? Genau. Es gibt im Moment noch keinen Projektplan. Das hat mit den beschränkten Ressourcen zu tun, wo wir effektiv Besitzungen noch nicht können einsetzen können, um das zu planen. Darum liegt das noch nicht vor. Okay, gut. Merci vielmals. Guten Abend, Bühler Stefan, Neubühl. Geschätzte Susanne, geschätzter Gemeinderat, geschätzte Ebikerinnen und Ebiker. Ich rede hier als Präsident der SVP heute Abend. Die SVP lehnt das Budget in der Form, wie sie jetzt vorliegt, ab. Wieso lehnt die SVP das Budget ab? Das hat mehrere Gründe, geschätzte Ebikerinnen und Ebiker. Fakt ist, wir gehen jetzt und mit den Steuern von 1,8 auf 1,9 Einheiten, auf 2,0 Einheiten hoch. Die SVP ist der Meinung und auch klar die Ansicht, dass eine Steuererhöhung von 1,8 auf 1,9 angebracht und auch nötig ist. Aber nicht eine Steuererhöhung gerade auf 2,0 Einheiten. Ja, das Defizit wird höher, wo sie im Budget abstimmen. Das ist richtig. Wieso glauben wir aber dennoch, dass es nicht nötig ist? Wir haben in den letzten Jahren, Susanne hat es zwar gesagt, es war im 19. keine Salaranpassung auf der Verwaltung, auch im 21. nicht. Trotzdem sind wir der Meinung, dass der Sparwille vom Gemeinderat in den Abteilungen noch nicht vollkommen ausgeschöpft ist. Wir sind auch ganz klar der Meinung, dass Löhne für uns
nicht zu den gebundenen Ausgaben gehören, wie es der Gemeinderat täglich sagt, wenn ich richtig da dran bin. Für uns gilt es auch mal, die Löhne anzuschauen. Wir müssen nicht beim Untersten anfangen. Es muss nicht gerade im Bürger wehtun. Aber wir haben Verwaltungsangestellte in Kaderpositionen, die sehr, sehr gute Löhne haben. Ich bin überzeugt, in der jetzigen Situation und in der Privatwirtschaft ist es das so, dass man Kaderlöhne anpasst und kann anpassen und auch muss anpassen. Wir sehen da vorne Planjahr 22 bis 24. 21 rot, 22, 23 rot. Geschätzte Ebikerinnen und Ebiker, seit dem 16 sind die Zahlen rot, mindestens. Immer wieder plus 2-3 Jahre sind sie grün geworden. Das hat sich immer jedes Jahr um eins nach hinten verschoben. Wir glauben auch jetzt nicht, dass im 24 danach der plötzlich eine grüne Zahl ist. Wir sind der Meinung, und das ist ganz klar, dass 1,9 Steuereinheiten gelangen würden. Und darum lehnen wir das Budget ab. Und ich bitte Sie, uns zu unterstützen und das Budget abzulehnen. Wenn es denn tatsächlich so wäre, dass es nicht gelangt hat, dann müssen wir nächstes Jahr weiter diskutieren. Das ist definitiv so. Wir sind aber ganz klar der Meinung, 1,9 Steuereinheiten länger. Danke. Danke. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin sehr erstaunt über dein Votum, Stefan. Ich nehme es mal als Votum entgegen, was natürlich sicherlich ist, wenn man nur auf 1,9 Einheiten hochgeht. Wenn Sie selber rechnen, ist das tatsächlich so, dass wir auch im 24 noch nicht im grünen Bereich sind, selbstverständlich. Und ich möchte einfach noch einmal zu bedenken geben. Wir haben, glaube ich, die Verwaltungskosten schon sehr intensiv angeschaut, auch in der Controlling-Kommission innen, aber ich möchte auf das jetzt nicht näher eingehen. Wir haben da auch das Kommissionsgeheimnis. Aber also einfach, dass man sich bewusst ist, oder? Wir haben ein Defizit von 2,8 Millionen Franken. Also selbst wenn, jetzt, wenn wir das würde so durchführen, wenn ihr euch das vorstellt, hätten wir weder eine schwarze Null noch ein markant tiefes Defizit. Sonst nehme ich es einfach als Stellungnahme entgegen. Gibt es noch weitere Fragen? Andreas Meyer, Ebiken. Nur schnell zu der SVP, was ich verstanden habe, dass wir mit dem mit der Erhöhung nicht einverstanden sind. Aber einen Lösungsvorschlag habe ich jetzt noch nicht wirklich gehört, außer dass gewisse nicht zu viel verdienen. Ich kann zahlen nicht, aber ich bin der Meinung, die, oder gehe davon aus, dass die im Rahmen sind, dass Privatwirtschaftslöhne werden oben runterkommen. Das ist ein klassisches Thema von der SVP. Wenn man vorwärts gehen und weiterkommen, Sie haben gesagt, die letzten 4-5 Jahre sind wir rot gewesen. Ja, was haben Sie das Gefühl? Wir können einfach immer ein bisschen anpassen. Machen wir es doch einmal dafür richtig und gehen vorwärts. Und ich glaube, die Leute da vorne, der Gesamtgemeinderat, da gibt es sich sehr Mühe. Die SVP tut sehr gerne sagen, was nicht gut ist, aber ein Lösungsansatz, ein konkreter guter Lösungsansatz, Vorwärtsstrategie, haben Sie bis jetzt nicht gesagt in diesen 27 Gesetzen. Danke. Gibt es noch Fragen weitere? Ja, guten Abend, Huber Christian, Widerstrass. Ich möchte zuerst mal dem Gemeinderat danken für das detaillierte Budget. Ich habe es detailliert studiert und ich weiss, es ist keine einfache Aufgabe, unter diesen Voraussetzungen ein Budget zu machen mit Corona. Ich habe eine Frage, und zwar geht es darum, man weiss ja aus den Medien, dass der Gemeinderat oder die Gemeinde im Bereich Rütihof eine Umnutzung plant von einem Areal. Ich habe die Investitionsrechnung, den Anhang, auf das abgesucht, ob das in der Investitionsrechnung irgendwo erwähnt ist, dass man dort etwas machen will. Ich habe das nicht gefunden. Können Sie mir sagen, ist da ein Betrag reserviert für das Areal Rütihof? Wenn ja, wie viel? Und wenn ja, warum ist das in der Investitionsrechnung nicht separat ausgewiesen? Das ist drin. Ich muss da gerade schnell schauen. Ich müsste im Aufgabenbereich Moment schnell. Aufgabenbereich 7, Seite 28, Grundtaler Höhenweg, Klammern, Naschgarten, Rütihof.
Investitionsrechnung. Dort ist das entsprechend aufgeführt. Es ist aber natürlich auch klar, die Budgetierung, die startet im März, muss auch irgendwann abgeschlossen werden. Und wir haben ja dort eine Initiative, die an die Urne kommt. Und bis man natürlich, bis die Initiative zur Abstimmung gekommen ist und man nachher weiss, wie es dort weitergeht, ist klar, dass in diesem Bereich nichts ausgelöst wird. Aber es ist eben aufgrund der frühen Budgetierung ist es entsprechend drin. René Friedrich, Oberirkstrasse 21, Präsident der FDP Ebiken. Wir haben vor einem Jahr die FDP Ebiken auch empfohlen, das Budget abzulehnen. Aus ähnlichen Gründen, die Stefan Bühler auch gesagt hat, man hat kein Silberstreifen am Horizont gesehen, es hat sich, die Defizite haben sich aneinandergereiht. Jetzt dieses Jahr haben wir uns das Budget auch sehr genau eigentlich ins Auge geführt, das beraten und uns erklären lassen. Und es ist einfach auch eine andere Situation dieses Jahr. Es ist die Corona-Epidemie, es sind andere Aufgaben, die steigen. Und es wäre irgendwo auch ein Stück weit ein bisschen blauäugig, wenn man das Gefühl hat, das trifft uns dann nicht. Von dort her tut die FDP Ebiken dieses Jahr empfehlen, wie sie das auch schon früher Jahr immer wieder gemacht hat, das Budget anzunehmen. Auch mit dieser Steuererhöhung, die zugegebenermassen wehtut. Aber auch in unserem Sinn eigentlich ist, dass man eine gewisse Konstanz hat, dass wenn man hinzugeht, dass man dann nicht schon in zwei Jahren wieder hinzugehen muss, sondern dass es eine gewisse Konstanz hat. Nichtsdestotrotz muss man natürlich ständig die Aufgaben überprüfen, schauen, braucht es alles, können wir uns alles leisten, kann man nicht auch auf etwas verzichten, auf ein Angebot mit gewissen Einschränkungen. Aber die FDP Ebiken empfiehlt Ihnen, das Budget anzunehmen, dass man nachher in einer Konstanz weitergehen kann. Danke. Gibt es noch weitere? Ja. Wenn wir schon bei den Parteien sind, Thomas Arege, Kaspar Kopschus, 73, Präsident SP Ebiken. Wir haben uns in den letzten Jahren immer für eine Steuererhöhung stark gemacht, weil wir eigentlich gefunden haben, wir wollen eben nicht dem Sparwahn verfallen und irgendwie fragliche Einsparungen und Massnahmen in den Weg leiten. Wir haben es gesehen vor einem Jahr, ist ein Spitex, ist ein Vorstoss gesehen, Spitex-Beiträge zu kürzen vom Gemeinderat her, und wir haben eine Initiative dagegen gemacht und wir haben gesehen, wie sie vor einem Jahr rausgekommen ist und das ja von der Urne auch wirklich wieder korrigiert worden ist, dass man nicht auf den sozial Schwachen eigentlich den Abbau betreibt und noch mehr davon einsparen. Deshalb ist ganz klar für die SP Ebiken, dass man eigentlich die Steuerfußerhöhung um die zwei Einheiten begrüßt und den richtigen Weg für die Gemeinde Ebiken. Besten Dank, Messi. Danke. Also ich habe ein paar Fragen. Sie haben an und für sich hier eine Argumentation, das Argument braucht, sie gehen gute Steuerzahler weg. Oder? Und jetzt wollen Sie Steuern nur tun. Das bringt ja gerade das Gegenteil. Das müssen Sie mir etwas genauer erklären. Da sehe ich eigentlich einen Widerspruch im Gesamten. Und dann kommen Sie mit dem Argument wegen der AHV oder die Ergänzungsleistungen und Altersheim. Das ist doch immer eine Aufgabe von der Gemeinde. Die Namen sind auch immer gestiegen. Von den Leuten, das sind noch mehr Löhne, also gibt es mehr Steuern. Das verstehe ich nicht ganz. Die Hauptfrage ist jetzt eigentlich für sich, wo sehen Sie im Grunde genommen Sparpotenzial? Das ist die maßgebende Frage eigentlich. Wir können doch nicht so weiterfahren. Wir haben ja immer Defizit jetzt gehabt, nicht rauf. Und da müssen wir den Hebel ansetzen können. Und es gibt Potenzial nach meiner Meinung, aber das ist Ihre Aufgabe, das herauszufinden. Oder einmal zusammenkommen mit der Bevölkerung, wieder einmal Demokratie üben. Danke. Gut, danke. Also bezüglich Wegzug von guten Steuerzahlern. Ich habe die Aussage gemacht, dass unsere Auswertung ergeben hat, dass in den letzten Jahren diejenigen, die weggezügelt sind von Ebiken, durchschnittlich einen höheren Steuerbetrag gezahlt haben als diejenigen, die schon da sind. Umgekehrt, dass diejenigen, die da hingezügelt sind, einen tieferen Steuerbetrag gezahlt haben.
ich muss einfach darauf hinweisen, das war noch unter dem alten Steuerfuss, oder? Also es ist bis jetzt noch niemand weggezögelt, weil sich der Steuerfuss erhöht. Ich muss sagen, wir sind auch im Gespräch. Wir haben auch verschiedene Leute abgehalten diesbezüglich und ich habe darauf aufmerksam gemacht. Es ist ganz klar, es gibt mehrere Studien dazu, die zeigen, dass der Steuerfuss nicht entscheidend ist für die Attraktivität, wenn die anderen Rahmenbedingungen stimmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, muss ich sagen, wegen Ergänzungsleistungen und so weiter, ist richtig, die gibt es schon länger. Was allerdings eben noch nicht so lange der Fall ist, ist, dass die Gemeinde das zu 100% muss zahlen muss. Das macht für uns einen Betrag im siebenstelligen Bereich aus, wo wir vorher nicht in der Gemeinderechnung hatten. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben jedes Jahr jetzt wirklich vom Kanton oder je nachdem ein Bundesgericht entscheidet, zusätzliche Kosten aufgedrückt bekommen. Wo sehen wir Sparpotenzial? Ich habe es gesagt, das sind die nicht gebundenen Ausgaben. Die sind nicht so gewaltig gross, weil man einfach gesagt, 80% ist fix für unser Budget. Und das sind halt einfach die Sachen, die nachher wirklich richtig wehtun. Und wo ich gesagt, es gibt andere Gemeinden, die bieten das selbstverständlich an. Wir reden da über Sachen wie Rotsebadi, wie eine Bibliothek, wie Infrastrukturbenutzung für Vereine beispielsweise, Öffnungszeiten von der Verwaltung und so weiter. Schneeräumung auf Privatstrassen, genau. Ja, das sind so Sachen, oder? Doris Mattmann, Präsidentin der Controlling-Kommission. Die Kommission hat beschlossen, dass wir dem Budget zusagen. Und das sind auch nicht einfache Diskussionen, die wir im Rat haben. Das kann der Gemeinderat unterschreiben. Aber ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, wenn Sie die Steuererhöhung mit dem Budget ablehnen möchten. Was ist denn? Die Gemeinde müsste ein frisches Budget machen. Aber der Spielraum, wie Sie gehört haben, ist ja ganz bescheiden. Man kann ein bisschen Covid korrigieren, man kann vielleicht ein bisschen mehr Steuern reinnehmen und der Verlust wird durch das ein bisschen kleiner. Man kann es wieder ablehnen und dann kommt der Regierungsrat, der uns dann das Budget bestimmen mit dem Steuerfuss. Von dort her möchte ich Ihnen beliebt machen, Meinung von der Controlling, ja, zum Budget mit der Steuerfusserhöhung, wo niemand Freude hat, sind wir ehrlich, auf 2 Einheiten. Merci. Danke. Katja Speiser, Ortigen Bühlstrasse 72. Susanne, könntest du noch mal die Seite zeigen, wo ihr die Einsparungen innerhalb von den 20% machen. Eben 80% sind gebunden. Da kann die Gemeinde nicht mehr sparen. Innerhalb von den 20%, da können wir sparen. Und klar, Steuererhöhung tut uns alle weh und machen wir nicht gern. Aber auf der anderen Seite haben wir doch eine Gemeinde, wo wir wohnen und wo wir hoffentlich uns alle wohlfühlen. Und das sind schon einschneidende Sparmaßnahmen. Und ich hoffe dann, dass ein paar Jahre später, dass wir dann wieder von den Sparmaßnahmen wieder zurückkommen. Aber ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir alle in den sauren Apfel reinbeissen. Okay. Speiser Wolfgang, der Brütsch. In der Alfred-Schindler-Straße. In dem Zusammenhang, was die Schwester gerade gesagt hat, von den 20%, die schmeißen nur durch den Kopf geschossen, was kann die Gemeinde anbieten, was die Bürger freiwillig machen, um damit eigenständig Sparmaßnahmen dazu zu leisten? Was können also Bürger
der Gemeinde eine Arbeit abnehmen. Das wäre vielleicht einmal ein Thema, wo sich der Gemeinderat auch darüber Gedanken macht. Merci. Nehme es gerne entgegen. Danke. Wenn es keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann würde ich übergeben an Gemeindepräsident Daniel Gasser. Danke vielmals. Besten Dank, Susanne Trösch, für die Ausführungen. Wie letztes Jahr schon, hat der Gemeinderat auch dieses Jahr die Controlling-Kommission bereits im März in der Erarbeitung der Grundlagen zu diesem Budget mit einbezogen und in der Folge bis in September in mehreren Sitzungen intensiv beraten. Wir haben es von der Doris Mattmann gehört. Das ist nicht einfach ein Friede, Freude, Eierkuchen miteinander. Das sind wirklich tiefe Diskussionen, die wir führen mit allen Parteien in dieser Kommission, die dort vertreten sind. Zusätzlich in diesem Jahr sind auch noch Informationen dazugekommen, Delegationen in die Spezialkommission. Dort waren auch Vertretungen der Controlling-Kommission dabei gewesen. Und an dieser Stelle ist es dem Gemeinderat ein grosses Anliegen, den Mitgliedern der Controlling-Kommission zu danken. Der intensive Einbezug der Controlling-Kommission in den ganzen Budgetprozess hat für alle Beteiligten einen rechten Mehraufwand bedeutet. Herzlichen Dank für euren Einsatz. Ihr habt es davor eingeblendet. Die Controlling-Kommission gibt folgende Empfehlung ab. Die Controlling-Kommission empfiehlt, den Aufgaben-Finanzplan und das Budget mit einem Verlust von 2,84 Millionen und einem Steuerfuss von 2,0 zu genehmigen. Und das führt uns zur Abstimmungsfrage. Wenn Sie im Budget 2021 mit einem Aufwandüberschuss von 2,84 Millionen und einem Steuerfuss von 2,0 Einheiten und Investitionsausgaben von 11,6 Millionen Franken zustimmen. Controlling-Kommission und Gemeinderat empfehlen Ihnen ein Ja. Und damit schließen wir den Teil zum Budget. Ich danke allen fürs aktive Mitdenken und die Fragen und die Inputs, die da gekommen sind. Wir kommen zur Vorlage 2, Gesamtrevision vom Reglement über Siedlungsentwässerung von der Gemeinde Aebiken und im Anschluss dann das Reglement über die Wasserversorgung, die Gesamtrevision. Für beide Vorlagen 2 und 3 darf ich das Wort jetzt Hans-Peter Bienz geben. Ja, geschätzte Damen und Herren, gerne möchte ich Sie jetzt kurz über die beiden Vorlagen Gesamtrevision vom Reglement über die Siedlungsentwässerung, abgekürzt SCR, und über die Gesamtrevision vom Reglement über die Wasserversorgung, abgekürzt WVR, von der Gemeinde Aebiken informieren. Für die Siedlungsentwässerung betreibt und unterhaltet die Gemeinde eine Infrastruktur mit einem aktuellen Wiederbeschaffungszeitwert von rund 94 Millionen Franken. Die Infrastruktur beinhaltet unter anderem ein Leitungsnetz von ca. 67 km Länge, diverse Sonderbauten, wie z.B. Pumpwerk, sowie ein Anteil an den Verbandsanlagen der ARA Rontal. Die Gemeinde Aebiken hat das aktuelle Siedlungsentwässerungsreglement auf Basis des damaligen Musterreglements des Kantons Luzern erstellt und per 1. Januar 2013 eingeführt. Umfangreiche Anpassungen im kantonalen Musterreglement im Jahr 2014 und die neue Ausrichtung im kantonalen Planungs- und Baugesetz, PBG, haben den Gemeinderat dazu bewogen, das Reglement in einer Gesamtrevision zu unterziehen. Die Ziele der geplanten Gesamtrevision sehen Sie jetzt in der eingeblendeten Folie. Mit dem primären Ziel, eine Harmonisierung der Siedlungs- und Entwässerungsreglement und dem Angleich als kantonalen Musterreglement stehen dabei im Fokus. Bevor ich zu der Abstimmungsfrage komme, von dieser zweiten Vorlage, würde ich gerne das Wort in die Runde geben, ob es von eurer Seite her
noch Fragen gibt zu dem Reglement. Das scheint nicht der Fall zu sein. Die Abstimmungsfrage lautet, wenn Sie dem revidierten Reglement über die Siedlungsentwässerung der Gemeinde Ebiken zustimmen. Der Gemeinderat und die Controlling-Kommission empfehlen Ihnen ein Ja. Wir kommen zu der Vorlage 3. Gesamtrevision vom Reglement über die Wasserversorgung der Gemeinde Ebiken. Die Gemeinde Ebiken ist in ihrem Gemeindegebiet für die Wasserversorgung zuständig. Sie ist durch das verpflichtet, der Bevölkerung eine ausreichende Menge an Trink-, Brauch- und Löschwasser für die Versorgung sicherzustellen. Für das unterhält sie eine Infrastruktur mit einem aktuellen Wiederbeschaffungszeitwert von rund 47 Millionen. Das beinhaltet unter anderem das öffentliche Leitungsnetz von einer Länge von rund 64 Kilometern, 3 Wasserreservoir, diverse Sonderbauwerke sowie Hydranten und Wasserzähler. Das aktuelle Wasserversorgungsreglement ist seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Neben dem Gebührenmodell sind im aktuellen Reglement auch verschiedene Artikel aus dem artverwandten Siedlungsentwässerungsreglement angeglichen worden. Wie der Vorlage 2 ausgeführt, wird das Siedlungsentwässerungsreglement in einer Gesamtrevision unterzogen. Aufgrund der Überschneidungen wird auch das Wasserversorgungsreglement ebenfalls überarbeitet. Ziel dieser geplanten Gesamtrevision sehen Sie jetzt ebenfalls auf der eingeblendeten Folie. Sie verfolgen wiederum das primäre Ziel einer Harmonisierung der bestehenden Wasserversorgungsreglemente und Angleichung an das kantonale Musterreglement des Kantons Luzern. Auch hier, bevor ich zur Abstimmungsfrage komme, gibt es von Ihrer Seite her Fragen zu dem Wasserversorgungsreglement. Die Abstimmungsfrage lautet. Entschuldigung. Contra Jörg, Gartenweg 1. Ich habe die Frage. Gibt es das Reglement oder die zwei Reglemente, haben die Auswirkungen auf die Gebühren, die man zahlen muss? Jawohl, das ist korrekt. Die haben Auswirkungen auf die Gebühren. Mit dem Ziel oder mit der Harmonisierung, mit der Überarbeitung von diesen Reglementen, soll Gebühren, das ist mir das Wort entfallen, verursachergerecht aufgeteilt werden. Das gibt Umlegungen, so dass es näher am Verursacher und dementsprechend gerechter verteilt wird. Ja, es gibt noch weitere Fragen. Wolf Rudi von der Aschentürlistrasse. Wir haben vorhin über Budget geredet, jetzt über das Reglement. Sehr eine interessante Frage. Ich habe sie auf der Zunge gehabt. Was sind denn die Auswirkungen aufs Budget, ja oder nein? Ich finde es sinnvoll, dass man es macht, grundsätzlich. Jetzt, man macht es ja nicht wegen lustig. Sie haben das jetzt angetönt, dass es Umlagerungen gibt. Hat man irgendwelches Zahlenmaterial, kann man sagen, ist denn das nächste Jahr im Budget von der Gemeinde entsprechend auch wieder ein höherer Betrag, der jetzt noch nicht bekannt ist? Wie sieht das aus? Danke, Herr Wolf, für Ihre Frage. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Die Gebühren oder die anfallenden Gebühren, die sind in einer Spezialfinanzierung unterworfen. Also auch wenn da mehr durch die Umlegung an Finanzen könnte generiert werden, hat das keinen direkten Einfluss aufs Gemeindebudget oder auf Gemeindefinanzen. Ich habe noch eine Frage, um wie viel schlägt das Ganze auf und belastet ein paar Millionen? Die beiden Vorlagen.
Herr Wochser, jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden. Wie viel schlägt das auf? Ja, also es sind nicht direkt indirekte Aufschläge, sondern... es geht nicht um Aufschläge von diesen Gebühren, sondern es geht um eine Neuauslegung, eine Neuverteilung, eine verursacherentsprechende Verteilung und wir reden nicht von einer generellen Gebührenerhöhung. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja, ich habe es schon gehört. Die Frage war, ob die Anschlussgebühren... Ja, die Anschluss... Probieren wir, die Emotionen wieder ein bisschen zu sammeln. Es ist auch für uns nicht angenehm, dass die Steuern ob sie gehen. Das hat aber überhaupt nichts mit der Überarbeitung von diesen beiden Reglementen zu tun. Für die Frage zurückzukommen. Ich habe noch eine Frage. Hat das etwa mit dem, also, hat das mit dem Unterhalt zu tun? Das heisst, wir haben ein marodes System, dass, wenn man anschaut, jetzt, wo wir die Wasserleitungen alle machen müssen, die teilweise nicht eingesandt waren, es wird schlaufig geschafft auf der Baustelle draussen. Ich kann Ihnen sagen, ich schaue alle Tage die Baustellen ab. Und wenn ich da so Sachen sehe, als Bauleiter, dann schlägt mir das Herz. Ich bin auch Bauleiter. Und wenn ich auf der Baustelle so Sachen würde erleben, was da abgeht, dann muss ich mir sagen, das kostet einfach Geld. Und das fährt nicht nur, das ist mit der ganzen Infrastruktur, die wir in Säbig haben. Ich weiss nicht, das fährt auch im Planungsamt oben. Oder dort haben wir Leute gehabt. Das ist ja hirnverbrannt. Und wissen Sie, man muss nicht bei den Kleinen sparen, man muss mal oben schauen. Wir haben Schulhäuser, wo wir stillgelassen liegen, wo man hätte schon lange können in Betrieb setzen. Entschuldigung, darf ich Sie schnell unterbrechen? Es geht nicht um Schulhäuser. Ja, wir können gerne im Anschluss an die Orientierungsversammlung miteinander bilateral über die Schulhäuser reden. Das ist gut, ja. Es geht jetzt über die beiden Reglemente. Es geht einfach um das, was ich sage, also unser marodes System müssen wir unterhalten. Das kostet Geld. Ja. An dieser Stelle darf ich sagen, wir haben überhaupt kein marodes System. Wir haben sehr ein sehr vorbildliches Versorgungsnetz. Da können sich viele Gemeinden so etwas wünschen, wie wir auf der Gemeinde Ebiken oder im Versorgungsgebiet der Gemeinde Ebiken haben. Es geht um die Neuverfassung, um die Harmonisierung des Reglements. Es ist keine Erhöhung der Gebühren, der Wasserbezugsgebühren, sondern es gibt eine verursachergerechte Neuverteilung, die in dem Reglement entsprechend beschrieben wird, wie 60 andere Gemeinden in dieser Harmonisierung ebenfalls bereits umgesetzt haben. Aber ich komme gerne nachher in einem bilateralen Gespräch auch auf weitere Themen bezüglich Schulhausbau und marode sonstige System zu sprechen. Gibt es noch weitere Fragen von Ihrer Seite her? Dann kommen wir zu der Abstimmungsfrage und die lautet, wenn Sie im revidierten Reglement über die Wasserversorgung der Gemeinde Ebiken zustimmen. Der Gemeinderat und die Controlling-Kommission empfehlen Ihnen ein Ja. Ich erlaube mir, gerade notlos weiterzumachen und dann kommen wir zu der vierten Vorlage. Geschätzte Ebikerinnen und Ebiker, am 7. September habe ich Sie, genau an diesem Ort, bereits einmal dürfen über die heutige vierte Vorlage orientieren. Wie bereits Daniel Gasser ausgeführt hat, haben die formalen Mängel in den Botschaftsunterlagen vom 27. September nicht mit dem Projektinhalt von der Sage Matt zu tun gehabt. Der Regierungsrat
hat in seinen aufsichtsrechtlichen Entscheid zwar meine Ausführungen und meine Visualisierungen gelobt, hat aber klar aufgezeigt, dass wir eine Bringschuld haben anstelle von einer Hohlschuld. Und wir sind zu der verpflichtet. Und das haben wir entsprechend nachgeholt. Damit das Gebiet Sagemat von einer gewerblich dominierten Nutzung zu einem Wohnquartier weiterentwickelt werden kann, bedarf es folgender zwei Anpassungen. Ergänzung vom Bau- und Zonenreglement und eine Änderung vom Zonenplan im Rahmen einer Teilzonenplanänderung. Ein Bebauungsplan ist ein öffentliches, rechtliches Planinstrument. Wir haben Ihnen im Vorfall zu dieser Botschaft aus unserer Homepage übrigens auch ein Video bereitgestellt, in welchem Baubegriff wie Bebauungsplan versus Baugesuch erläutert und nochmal erklärt wird. Ich lade Sie ein, sich das Video auch anzuschauen. Es ist mir wichtig, Sie auf dieser Folie darauf aufmerksam zu machen, dass während der öffentlichen Auflage 10 Einsprachen eingegangen sind. 5 davon sind aufgrund der Verhandlungen zurückgezogen worden und 5 Einsprachen empfehlen wir zur Ablehnung. Alle 10 Einsprachen werden in der Botschaft, die Sie in den Haushalten bekommen haben, in Papierform, detailliert erläutert. Auch zu dieser Vorlage möchte ich Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Rolli, da hat es eine Dame. Ja. Kurmann Bernadette, Gartenweg 1. Ich habe 3 Fragen. Ich war das letzte Mal ebenfalls an dieser Informationsveranstaltung gesehen. Dann haben Sie, Herr Biens, kurz gesagt, so habe ich es gehört, dass das neue BZR sistiert wurde. Es hat eine rasche Diskussion bei Ihnen oben auf dem Tisch und Sie haben den zweiten Satz oder den Satzteil nicht fertig gemacht. Ich habe hier nicht gehört, warum. Und mich würde es noch interessieren, mit welcher Begründung. Gut, das ist korrekt gewesen, das haben Sie richtig verstanden. Die Revision des Bau- und Zonenreglement, wo in der Schlussfassung war, vor der dritten Eingabe an die kantonale Prüfung, hat der Gemeinderat sistiert. Das heisst, er hat einen Marschhalt eingeschlagen, weil die Ergebnisse der Abstimmung Weichlen aufgezeigt haben, dass im Zentrum der Weichlen der Bebauungsplan mit dem Hochhaus und die Weiterentwicklung von der Mehrheit der Bevölkerung hinterfragt worden ist. Der Gemeinderat hat darauf aber mit den politischen Parteien von Ebiken und den betroffenen Anwohnern und Stakeholders einen runden Tisch organisiert, damit man die Bedürfnisse im Bereich dieser Weichle eruieren kann. Nicht, dass man mit der Revision des BZR vor die Bevölkerung geht und ganz klar ein Indiz hat, dass in dem Zentrum die Vorstellung der Ebiker Bevölkerung in eine andere Richtung geht. Der runde Tisch hat stattgefunden, die Rückmeldungen sind eingeflossen, die Rückmeldungen haben unsere Fachleute auf der Abteilung integriert in die Revision des BZR. Und jetzt kann ich Ihnen mitteilen, dass auf Ende November die Revision bzw. das BZR bereit ist, damit wir es finalisierend im Kanton zur dritten Vorprüfung einreichen können. Ich gehe davon aus, das wird der Satz gewesen, den ich nicht mehr konnte fertig sprechen oder Sie allenfalls nicht mehr verstanden haben. Doch eine Umfrage gegeben, oder? Und Sie haben gefragt, also unter anderem, dass so grosse Projekte in Zäbiken nicht mehr erwünscht sind. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das hat die Mehrheit gefunden. Nein, das haben Sie nicht richtig verstanden. Es hat eine Umfrage gegeben. Der Gemeinderat hat von der Bevölkerung wissen, warum der Bebauungsplan Weichlen auf Abneigung gestossen ist. Das waren verschiedene Aspekte. Es ist mitunter erwähnt worden, dass der Ebiker Bevölkerung die Entwicklung mit den rund 320 Wohnungen
schnell geht. Unabhängig von dem sind natürlich drei weitere Bebauungspläne dort auch schon in der Planung gewesen. Und wenn Sie ansprechen, Bebauungsplan Sagen-Matt, ist selbstverständlich auch schon bereits auf dem Weg gewesen, vor Vorprüfung vom Kanton, beziehungsweise die Vorprüfung hat schon stattgefunden und ist vor dem nächsten Schritt vor der Abstimmung gestanden. Danke. Jetzt komme ich auch zur Sagen-Matt nochmal. Zur Mehrwertabgabe. Dazu habe ich wirklich noch ganz viele Fragezeichen. Zuerst möchte ich mal fragen, wie ist das möglich, dass in Kriens, wo in der Pilatus Arena 400 Wohnungen entstehen, Mehrwertabgabe 5,6 Millionen beträgt? Für die Sagen-Matt, wo es um 240 Wohnungen geht, eigenartige 0,5 Millionen Franken. Wir haben uns mit dem auseinandergesetzt, mit dieser Mehrwertabgabe. Und haben so unsere Rechnung gemacht. Wir haben die Zahlen von der Nachbarschaft, die zurückgehen auf eine amtliche Schätzung 2013. Wir haben dort die Teuerung, oder nicht Teuerung, sondern die Preisentwicklung aufgerechnet und kommen auf einen Quadratmeterpreis von 2000 Franken. In der Nachbarschaft, unmittelbar. Allein das Areal Schachenweidstrasse kommt durch die Verdichtung plus 2800 Quadratmeter über. Mal 2000 Franken wäre etwa 15 Millionen Franken. 20% würde heissen Mehrwertabgabe. Wir kommen auf 3 Millionen Franken. Einfach so, das ist eine Grobrechnung. Aber dort drinnen ist nicht eingerechnet, das ganze Areal an der Kantonsstrasse, wo ja noch grösser ist. Und unsere Frage ist eigentlich, was stimmt da nicht? Die Frage tue ich Ihnen, soweit es mir möglich ist, beantworten. Die Berechnung von dieser Mehrwertabgabe die hat nicht die Gemeinde Ebiken erstellt. Die Berechnung ist zu komplex und zu detailliert, dass unsere Fachleute das selber könnten ermitteln könnten. Für das haben wir ein versiertes Büro engagiert. Das ist Fahrländer und Partner, wo uns das detailliert berechnet hat. Wenn der Wunsch besteht, ist Ihnen, und das haben wir Ihnen oder der IG auch schon mitgeteilt, können Sie jederzeit die Berechnungsgrundlagen im Sinne des Öffentlichkeitsprinzips bei der Gemeinde Ebiken anschauen. Es ist jetzt sehr, sehr vereinfacht, wie Sie es darstellen, mit Vergleichszahlen, mit der Pilatus Arena. Sie können sagen, das sind 400 Wohnungen, da haben wir rund 200 Wohnungen, die Mehrwertabgabe ist komplett am falschen Ort. Das wäre fahrlässig, wenn wir die Vergleiche, so wie Sie es jetzt darstellen, heranziehen. Aber dennoch, wir haben unsere Fachleute da. Ich schaue Herrn Marcel Blättler an. Es ist Ihnen ein Anliegen, dass wir da wahrscheinlich noch detailliertere Erläuterung dazu geben können. Und da würde ich gerne Marcel Blättler bitten, ob du allenfalls in der Frau Kurmen noch könntest eine Erläuterung dazu geben. Guten Abend miteinander. Mehrwertberechnung, das ist eine sehr komplexe Sache, wie es der Gemeinderat Hans-Peter Bienz schon gesagt hat. Man kann nicht einfach vergleichen, in Kriens gibt es so viel und bei uns gibt es nur so viel. Es hängt von den Standortqualitäten ab. Es hängt davon ab, wie die Grundnutzung zuerst war, die Zonenplanung zuerst war und nachher beim neuen Projekt wird sein. Es hängt von der Dichte ab, die eine Überbauung hat. All diese Themen spielen da eine Rolle. Berechnet, wie wir es gehört haben, das haben nicht mehr von der Gemeinde machen können. Das ist wirklich sehr komplex. Wir haben auch zuerst eine Machbarkeitsstudie machen, weil entlang von der Kantonsstrasse in diesem Teil zwischen Kantonsstrasse und Mühlebach haben wir zum Beispiel keine Ausnutzung im BZR 1995. Da haben wir zuerst eine Machbarkeitsstudie machen müssen, haben dort einmal schauen, was ist das Optimale, das Richtige an diesem Ort und haben basierend auf dem einmal den Wert von der Liegenschaft, respektive von der Hauptnutzflächen, die man machen kann, mit dem BZR 1995 festgelegt. Hinten noch zwischen Mühlebach und Schachenweidstrasse, dort haben wir ja eine Ausnutzungsziffer und die haben wir als Basis nehmen können. Und dann hat man verglichen,
mit dem neuen Projekt, wie viel Hauptnutzfläche als dort möglich ist. Und das hat die Differenz gegeben. Ich möchte einfach nur sagen, ich möchte nur noch mal auf Kriens übergehen. Die haben zuerst auch einen Betrag von 2 oder 3 Millionen, dürfen sie mich nicht behaften. Dort hat dann aber das Parlament gefunden, das sei einfach viel, viel zu wenig, hat sich sehr gewehrt und die haben dann doch einiges können noch wettmachen mit 5,6 Millionen Franken. Die Frage, habt ihr euch dann auch entsprechend bemüht, da einen besseren Preis rauszuholen? Weil 0,5 Millionen dünkt mich schon ziemlich schwierig. Die Verhandlungen, und das sind Verhandlungen gesehen, die Gemeinde Ebiken, namentlich auch mit dem Herr Blättler und die Investoren geführt haben. Und das sind, kann ich Ihnen bestätigen, harte Gespräche gesehen. Und da hat die Fachabteilung sich stark für den Stimmbürger, für die Bevölkerung von Ebiken eingesetzt. Und ich wiederhole es gerne noch einmal. Es sind 500'000 Franken. Und Sie können das nicht einfach vergleichen mit einem anderen Bauprojekt, wo x Millionen an Mehrwert generiert werden können. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Meine dritte Frage. In der neuen Botschaft haben wir leider schon wieder feststellen, dass ein Stock auf einem Bild fehlt. Wir haben das gesagt im Gespräch mit Ihnen vom Gemeinderat und es ist gesagt worden, es sei Ihnen ein Fehler passiert. Okay. Aber jetzt müssen Sie uns langsam verstehen. Fehler sind passiert, wo das Modell aufgelegt worden ist. Die Höhen sind nicht richtig gewesen. Fehler sind passiert in der Abstimmungsbotschaft. Die Höhen hat man nicht können lesen, wenn man nicht in der an die Haushaltung gegangen ist. Und Montreal, die redet immer von 5 Gestoss plus 3 Aufbauten und ein Dachgeschoss. Die redet nie von 9 Türmen mit 9 Geschoss. Und da haben wir einfach langsam unsere Mühe. Es ist eine Trickserei, auch nicht zuletzt von der Montreal. Und wenn Sie sagen, die Fehler in der Botschaft haben gar nichts mit dem Projekt zu tun, dann muss ich sagen, an einem Punkt stimmt nicht. Es hat mit der Kommunikation von dem Projekt zu tun, weil überall und immer wieder ein bisschen geschummelt wird und ein bisschen verschönigt wird. Meine Frage fällt im Gemeinderat, das ist jetzt vielleicht eine böse Frage, aber bei uns kommt es ein bisschen so an, in 3G, fällt ihm die kritische Distanz zu Montreal? Die Antwort auf Ihre Frage, nein. Gibt es noch weitere Fragen? Darf ich noch ein Schlusswort haben? Das wäre dann... Alles gerade fertig. Es ist nicht Ebiken, der gewinnt, wie es auf allen Plakaten jetzt wieder zu lesen ist. Es ist Montreal, der gewinnt. Sie zahlt einen fast lächerlichen Betrag an Mehrwertabgabe. Und sie hat eine Aufzonung in noch nie dagewesener Größe. Und die wird auch nicht so schnell wieder kommen. Und das geht zulasten von anderen. Sie vom Gemeinderat sagen uns, wir haben das schon verstanden, es ging alles gesetzlich korrekt, das sei keine Bevorzugung. Wir fragen uns einfach, ist das Vorgehen gerecht? Ist es demokratisch? Und ist es fair gegenüber anderen? Danke. Dankeschön. Ich schaue in die Runde, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann komme ich auch bei dieser Vorlage zur Abstimmungsfrage vom 29. November und die lautet, wenn Sie der Teilzonenplanänderung sagen matt mit Anpassung vom Bau- und Zonenreglement Artikel 2 und Ergänzung mit Artikel 5c Sondernutzungszone sagen matt und Artikel 16a Grünzone Gewässerraum mit dem Bebauungsplan sagen matt zustimmen, die zurückgezogene Einsprache als erledigt erklären und die dagegen erhobenen Einsprachen abweisen. Der Gemeinderat und die Controlling-Kommission empfehlen Ihnen ein Ja. Und somit wäre ich am Ende meiner Ausführungen und würde das Wort wieder unserem Gemeindepräsidenten geben.
Danke, Hans-Peter Bienz. Wir kommen zum Traktandum Verschiedenes, wo wir Sie gerne ganz kurz über einige Themen zusätzlich informieren wollen. Wir haben es heute schon mal gehört, Initiative Rütihof. Die Initiative ist eingereicht worden, als gültig erklärt worden. Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt unter dem Lead vom Gemeinderat Andreas Michel. Die Arbeitsgruppe wird im Dezember im Gemeinderat einen Vorschlag unterbreiten, ob wir die Initiative annehmen, ablehnen oder ob es die Möglichkeit von einer Einigung mit dem Initiativkomitee gibt. Da werden wir noch im Dezember das erste Mal darüber beraten. Falls es zu einer Abstimmung von dieser Initiative wird kommen, dann wird der Termin dazu im Juni sein. Deponie Stuben. Bei der Deponie Stuben sind wir aktuell an den Einspruchverhandlungen. Weil sehr viele Einsprachen vorliegen und wir uns wirklich Zeit nehmen wollen, mit allen Einsprechern die Gespräche zu führen, ist es ein relativ langer Prozess. Nach dem Abschluss von diesen Verhandlungen wird der Gemeinderat dann den weiteren Terminplan beraten. Einwohnerrat. Beim Einwohnerrat sind wir aktuell am Aufgleisen des gesamten Prozesses. Damit wir den Einwohnerrat, wie er gewünscht worden ist, in der Initiative einführen können, müssen wir zuerst unser Gemeindereglement, unsere Gemeindeordnung anpassen. Das heisst, wir müssen zuerst die rechtliche Grundlage schaffen für den Einwohnerrat. Wie wir hier vorgehen wollen, wir haben, wie gesagt, wir sind an dem Prozess dran. Da haben wir jetzt einmal Parteipräsidenten eingeladen an einen Informationsanlass am 16. Dezember. Es wird mit höchster Wahrscheinlichkeit wie vor 6 oder 7 Jahren eine sogenannte Spezialkommission geben, wo alle Parteien paritätisch drin sind, wo dann wird die Gemeindeordnungsartikel miteinander besprechen. Grundsätzlich haben wir nach Gemeindeordnung 12 Monate Zeit, das umzusetzen. Wir haben aber die Möglichkeit ausgeschöpft, beim Regierungsrat eine Verlängerung zu beantragen, um maximal 6 Monate. Weil wir der Meinung sind, der Einwohnerrat darf nach Gesetz sowieso erst im 2024 starten. Also nehmen wir uns genug Zeit, das sauber und korrekt aufzugleisen. Wie gesagt, wir gehen aktuell davon aus, dass etwa im März 2022 dann die Gemeindeordnung wieder an die Urne kommt. Und anschliessend, dann der letzte Schritt noch, ist dann die Erarbeitung der Geschäftsordnung des Einwohnerrats. Und die Geschäftsordnung wird voraussichtlich an der ersten Einwohnerratssitzung im September 2024 verabschiedet. 10-Jahres-Strategie. Nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, das alle Gemeinden eingeführt haben, muss jede Gemeinde eine 10-Jahres-Strategie machen. Da jetzt unsere Legislaturstrategie der letzten 4 Jahre ausgelaufen ist, ist der richtige Zeitpunkt, hier drin hineinzugehen. Die 10-Jahres-Strategie hat eine relativ hohe Flughöhe, das sind Leitsätze in erster Linie. Da haben wir das mal für uns definiert, das werden wir auch in dem Jahr noch mit der Controlling-Kommission mal anfangen diskutieren. Und dann, wenn die höhere Flughebene steht, dann geht man ins sogenannte Legislaturprogramm ein, wo wir die Massnahmen dann definieren in der Strategie für die nächsten 4 Jahre. Dann haben wir das Thema Finanzstrategie. Frau Susanne Trösch hat schon gesagt, wir sind kurz vor der Finalisierung. Die Leitsätze sind in der Controlling-Kommission zur Beratung. Die kommen bis zum 20. November zurück zu uns. Anschliessend werden dort ebenfalls Massnahmen in den einzelnen Aufgabenbereichen vom Budget, die wir heute gesehen haben, die 10 Aufgabenbereiche, werden definiert. Und dann gibt es Finalisierung und Kommunikation dazu. Und der letzte Punkt noch unter Diverses ist der sogenannte Management Letter. Seit dem Sommer haben wir angefangen, eine Prozesskommunikation zu verschicken. In dieser Prozesskommunikation werden vor allem die politisch tätigen Parteien und Kommissionen bedient mit verschiedenen Themen, wo wir immer wieder erklären, wo stehen wir in den einzelnen Schritten. Wir tun das aber auch in der Bevölkerung immer wieder. Sie können im Rundtaler auf dieser Doppelseite sind ähnliche Themen auch immer wieder aufgeleistet. Wie gesagt, Adressaten von dem Management Letter sind in erster Linie Parteien und Kommissionen. Wir prüfen aber aktuell, in welcher Form, dass wir das auch öffentlich zugänglich machen können, dass wenn Sie Interesse haben, Sie können eine E-Mail-Adresse angeben und dann auch bedient werden.
Ja, das sind soweit die Themen. Wenn es dazu Fragen gibt, würden wir die jetzt aufnehmen. Und sonst würde ich jetzt der Technik sagen, dass wir die Kamera ausschalten und Sie noch frei reden können außerhalb der Aufzeichnung. Gut, wenn es zu diesen kurz verschiedenen Themen keine Frage gibt, gehe ich weiter zu Fragen und Antworten. Ich bitte Technik, jetzt Kamera und Tonaufnahme zu stoppen. Und Sie können frei, wie wir das angekündigt haben, noch Themen jetzt hier aufnehmen, Fragen an Gemeinderat, Anregungen an Gemeinderat jetzt hier bringen.